Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie zu einer weiteren neuen Ausgabe unserer Auxalia on Air-Reihe begrüßen. Das Thema des heutigen Webinars ist Flächen in Autodesk Civil 3D effizienter entwickeln. Was erwartet Sie heute? Nach einer kurzen Vorstellung gebe ich Ihnen noch ganz kurz für diejenigen, die noch keinen Civil 3D einsetzen, einen Überblick, was Civil 3D so alles kann. Und dann wenden wir uns auch direkt den Parzellen zu und gucken uns anhand von ein paar üblichen Fragestellungen, die Kunden immer wieder so in Schulungen und Support stellen, was man denn mit den Parzellen so alles machen kann und wie Parzellen Ihnen eventuell dann helfen können, in Ihrer täglichen Arbeit die ganzen Sachen einfacher zu entwickeln oder einfacher zu verwalten. Wie immer versuchen wir heute weniger mit PowerPoint zu arbeiten, mehr live im Programm. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte einfach kurz rechts in dem Panel von dem GoToWebinar einfach Ihre Fragen kurz einstellen. Ich gucke dann mal zwischendurch oder dann ganz zum Schluss in Ihre Fragen rein und gucke, dass ich die noch alle beantworten kann. Ansonsten, wenn es dann zu umfangreich ist, die Fragen, dann gucke ich, dass ich die im Nachgang dann per E-Mail beantworten kann. Mal ganz kurz zu meiner Person, wer mich noch nicht kennt. Mein Name ist Christian Walz. Ich bin hier im Hause Teamleader Infrastructure, das heißt zuständig für die zwei Bereiche Städteplanung und Tiefbau. Meine ersten Kontakte mit der Autoswelt haben schon im Studium stattgefunden. Dort war es noch das AutoCAD Map 3D im allerersten Release R1 in der englischen Version damals noch. Im Laufe der Jahre kamen dann noch Autodesk Civil 3D dazu und auch andere Anwendungen wie Raster Design oder Vehicle Tracking oder auch Autodesk InfraWorks oder auch spezielle Anwendungen, Applikationen für den Bereich Stadtplanung wie in der StadtCAD dazu. Bin jetzt seit über 20 Jahren hier in der Firma tätig. Und sitze hier im Standort Bad Dürheim. Vielleicht nur ein, zwei Worte, wer die Auxalia noch nicht kennt. Die Auxalia blickt inzwischen auf mehr als 30 Jahre Erfahrung zurück und hat sich in dieser Zeit zum größten ausschließlich auf das Bauwesen spezialisierten Autodesk-Partner in Dach entwickelt. Wir betreuen mit rund 70 Mitarbeitern etwa 4.600 Kunden von 8 Standorten aus. Die Standorte, die sehen Sie hier auch noch mal ganz kurz. Der Hauptsitz ist hier in Hamburg. Dann eben Bad Dürheim, Berlin, Darmstadt, Köln, München und dann noch die Niederlassungen Sins in der Schweiz und eben Wien in Österreich. Und wie gesagt, ich sitze hier in Bad Dürheim. Wer das nicht kennt, wo das ist rund eine Stunde südlich von Stuttgart, also in Baden-Württemberg gelegen. Wie gesagt, noch ganz kurz wäre auch das, worum soll es heute noch mal gehen, quasi im Prinzip. Ich meine, für die Verwaltung von Flächen, da existieren ja schon verschiedenste Lösungsansätze. Wir machen jetzt seit gestern Flächen. Das fängt ja an im AutoCAD mit normalen Linien oder geschlossenen Polygonen im Idealfall zu arbeiten, dann die mit Schraffuren vielleicht noch zu versehen, mit Beschriftungen, sei es in einer Form von einfachen Texten oder wenn es schon ein bisschen dynamischer sein soll, in Form von Schriftfeldern. Viele von Ihnen habe ich gesehen gehabt in der Anmeldeliste, die arbeiten ja auch mit AutoCAD Map 3D. Auch da gibt es ja noch mehr Möglichkeiten, mit Flächen umzugehen, sei es in Form von Topologien oder sei es in Form von Anmerkungsblöcken, zum Beispiel für die Beschriftung oder auch für die Auswertung in tabellarischer Form. Oder im Prinzip, die sich da noch weiter vorantrauen, quasi können auch die FDR-Technologie benutzen und dann quasi auch mit Fremdformaten, sprich wie Shape, SDF oder SQLite oder auch mit größeren Datenbanken entsprechend arbeiten und dort die Flächen entsprechend anlegen, verwalten und auch pflegen. Und im Civil 3D versucht im Prinzip oder verbindet jetzt einige dieser Vorteile von diesen verschiedenen Lösungsansätzen, die wir schon kennen aus der AutoCAD oder aus der Map 3D-Welt. Und das Schöne dabei ist, er bringt auch bereits alles Notwendige mit, um damit direkt loslegen zu können. Also man sollte das nochmal anfangen, irgendwie Stile zu definieren, irgendwelche Vorlagen zu definieren. Das ist im sogenannten Country Kit für Civil bereits alles mit drin. Wie gesagt, wer Civil noch nicht kennt, hier nochmal ganz kurz ein paar Worte dazu. Im Prinzip, es ist natürlich ganz klar im Tiefbau, in Infrastrukturprojekte angesiedelt. Die Hauptaufgabe ist natürlich in der Erzeugung von Geländemodellen und die Modellierung von solchen Geländemodellen, sowie in Straßenplanung und auch in der Entwicklung von Kanalnetzen oder auch Druckleitungsnetzen. Da das Ganze, wie gesagt, schon auf AutoCAD oder respektive AutoCAD Map basiert, haben Sie natürlich auch den entsprechenden Funktionsumfang schon mit dabei. Das heißt, im Prinzip alle die jetzt bisher mit Civil noch nicht arbeiten, tun sich natürlich beim Umstieg relativ leicht, weil das ist eine AutoCAD-Oberfläche, so wie Sie sie kennen. Die Map-Leute ja sowieso. Und eben Civil bringt eben noch ein paar viele Werkzeuge im Prinzip und Funktionen mit, um speziell in diesem Bereich Tiefbau mit abdecken zu können. Vielleicht ein Unterschied, was Sie im AutoCAD so in der Form nicht haben. Sie haben im Prinzip im Civil wirklich ein digitales Modell, was wirklich konsistent und objektorientiert durchgezogen wird.
Ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie ein DGM haben und haben da eine Achse drauf und erzeugen einen Längsschnitt, dann sind diese drei Objekte quasi miteinander verbunden. Der Längsschnitt hängt an der Achse, die Achse wiederum erzeugt über den Längsschnitt an der Stelle vom DGM das entsprechende Objekt. Und wenn Sie das Ganze noch darstellen wollen, können Sie das Ganze in den Höhenplan einbetten und dieser Höhenplan ist dynamisch mit Längsschnitt und Achse entsprechend verbunden. Das heißt, ändert sich eines dieser Objekte, DGM, Achse oder Längsschnitt, dann wird der Höhenplan entsprechend neu direkt nachgeführt und aktualisiert. Dann heute soll es ja speziell um das Objekt Parzellen gehen im Civil, wie das es dient, in der Leistungslinie zu Flächen zu erstellen und zu verwalten. Es ist, wenn jemand das im Map schon mal benutzt hat, die Topologieform, dann tut er sich mit der Umstellung auf die Parzellen relativ leicht, weil das nutzt eben diese sogenannten Flächentopologien. Und das Ganze funktioniert eben ähnlich, wie man das im Map schon kennt, quasi auch in dynamischer Form. Der Vorteil jetzt hier ist quasi, dass es ein Projekt von Civil ist, können Sie nämlich mit allen üblichen Werkzeugen von Civil damit auch umgehen, sprich, es hat von Hause aus einen Darstellungsstil, es hat schon einen eigenen Backlayer zugewiesen, es hat entsprechende Funktionen dafür da. Sie können es direkt beschriften lassen, auch die Beschriftungsstile sind bereits in Grundzügen vorhanden. Es reagiert auf Maßstabsänderungen für die Planausgabe und natürlich vieles mehr, alles, was Sie im Civil bereits vielleicht schon kennen. Wenn wir mal ganz klein anfangen, die allereinfachste Fragestellung, die jetzt doch immer wieder mal vorkommt, sagen, oh, ich habe jetzt ein paar Flächen, ich müsste die mal schnell quasi beschriften mit der Flächengröße. Wenn es ganz toll wäre, wäre es natürlich, wenn man die Fläche auch noch nummerieren könnte, eindeutig innerhalb des Plans, damit man dann, wenn man irgendwelche Listen oder irgendwelche Tabellen hat, dass man noch sagen kann, okay, der Datensatz gehört zu dem Objekt. Das ist aber auch so eine gängige Fragestellung. Da sieht man jetzt mal so ein Beispiel, so ein anderes Beispiel, wenn ich die Parzellen erzeugt habe, dass ich auch ganz einfach eine Tabelle im AutoCAD daraus generieren kann. Wie gesagt, das soll ja weniger PowerPoint sein, sondern mehr das Ganze auch im Civil Live gezeigt. Deswegen gehen wir mal schnell rüber in Civil gleich. Gucken uns das an. Ein ganz einfaches Mini-Beispiel. Das heißt, ich habe dort schon ein paar solche Vorkonstruktionen schon da. Und wenn ich dort solche Vorkonstruktionen habe, im Idealfall sind das geschlossene Pollinien, was man im AutoCAD ja normalerweise immer haben sollte bei Flächen, dann kann ich die ganz einfach nehmen und kann die hier Parzelle aus Objekt erstellen, einfach anklicken und sage, okay, diese geschlossenen Flächen, diese geschlossenen Pollinien sollen hier in meinem Plan entsprechend in Parzellen umgewandelt werden. Nehmen wir den zwei da unten noch mit. Eingabe. Sondern Civil-typisch, die ganzen Parzellen müssen in Gebiet zugeordnet werden. Die kriegen einen Darstellungsstil, die kriegen, wenn sie es möchten, einen Beschriftungsstil. Und wenn sie die Vorkonstruktion nicht mehr brauchen, dann können sie unten noch sagen, ob sie die Vorkonstruktion löschen sollen oder nicht. Mache ich jetzt mal und sage, okay, gut, brauche ich nicht mehr. Habe ja danach Parzellen. Und dann kriege ich bereits hier die Darstellung und die Beschriftung. Und die ist noch ein bisschen groß hier, sehe ich gerade. Können wir ein bisschen kleiner machen, mal 1:250. Dann habe ich sehr schnell im Prinzip aus meiner Vorkonstruktion, aus den geschlossenen Pollinien, einfach direkt hier diese Parzellen abgeleitet, habe entsprechende Darstellung. Dies ist einfach hier nur eine schwarze Umrandung mit einer begleitenden lilafarbenen Linie. Und in der Mitte, am Zentroid der Parzelle, hängt jetzt hier direkt diese Beschriftung mit dran. Und das Ganze ist natürlich jetzt hier auch dynamisch ausgelegt. Das heißt, würde ich jetzt hier die Parzellengrenze nochmal nehmen. Und würde die entsprechend verändern, würden Sie auch sofort sehen, dass hier die Fläche sich entsprechend hier mit an der Parzelle ändert. Genauso einfach, wie es hier ist, jetzt mal Vorkonstruktionen in Parzellen umzuwandeln, genauso einfach ist es natürlich auch, die Parzellen tabellarisch auszuwerten. Haben wir in der PowerPoint ja schon kurz gesehen. Das heißt, ich kann hier einfach hingehen, kann hier eine Tabelle einfügen für das Typ Parzellenobjekt und sage hier Flächen hinzufügen. Und dann kriege ich hier einen kleinen Assistenten, aber ich sage, gut, was hätte ich denn gerne für einen Tabellenstil, was hätte ich denn gerne für Parzellen, die kann ich entweder einzeln anwählen. Und ich kann sagen, nö, ich habe die alle gleich beschriftet hier mit Nummer und Fläche. Und alle, die diesen Beschriftungsstil haben, den möchte ich gerne bitte ausgewählt haben und teilen brauche ich sie nicht. Das lassen wir mal weg. Dynamisch soll sie sein. Das heißt, ändert sich an den Parzellen irgendwas, sei es Flächengröße, sei es Nummerierung, dann möchte ich, dass die Tabelle automatisch neu aufgebaut wird. Und dann kann ich die einfach hier direkt neben dem Plan absetzen. Und bekomme direkt hier die Tabelle angezeigt. Die ist jetzt vielleicht im Standardfall noch nicht ganz so hübsch. Wie gesagt, ist es da. Sie können es direkt benutzen. Wenn Sie aber sagen, zum Beispiel die Segmentlängen, die interessieren mich jetzt eigentlich nicht so sehr, dann ist es typisch relativ einfach, das anzupassen. Ich kann einfach hier in die Tabelleneigenschaften kurz reingehen. Sehe, da war ja der Tabellenstil Standard benutzt worden. So, der gefällt mir jetzt nicht so gut. Dann ich bin da mal faul, ich kopiere mal irgendwas, was denn da ist und gucke, ob ich es anpassen kann. Das ist mir der kurze Weg, um dahin zu kommen. Dann sage ich, gut, mach mal kurz eine Kopie. Ich hätte gern hier eine Tabelle für die Parzellen, richtig schreiben.
Und hier kann ich dann sagen, welche Spalten ich entsprechend haben will. Das sind auch die, die Sie da im Hintergrund sehen. Ich sage, die Segmentlänge, die brauche ich nicht. Die schmeißen wir mal raus. Dafür hätte ich gerne, dass die Fläche hier vielleicht noch hinten dran steht, dass das vielleicht Quadratmeter sind. Sehr hübscher aus. Und beim Umfang hätte ich gerne bitte auch noch eine Einheit hinten dran. Da hätte ich gerne, dass es Meter sind. Sag okay. Dann sehen Sie, ein paar neue Parzellen stehen, werde ich schon übernommen. Sag okay und dann sieht die schon deutlich besser aus. Und ich sehe hier vorne meine Nummerierung meiner Parzellen, meine Flächengrößen und den Umfang. Also das geht auch, das ist relativ einfach, diese Parzellen entsprechend anzupassen. Wenn Sie vielleicht vorhin genau hingeguckt haben und haben sich gefragt, warum ich jetzt einfach ein Fenster drüber gezogen habe und habe die Parzellen umgewandelt. Die Parzellen sind jetzt genau in der Reihenfolge nummeriert worden, in der ich die Parzellen quasi angeklickt habe für die Umwandlung. Es geht aber auch genauso einfach, gerade wenn Sie dann viel mit den Parzellen arbeiten, Segmente reinnehmen, Segmente rausnehmen, die Parzellen einfach neu nummerieren zu lassen. Momentan sehen Sie ja, sie laufen quasi hier immer von der Straßenseite von West nach Ost, also hier die 100 bis 103 und da unten die 109 absteigen bis zu 105. Das gefällt mir jetzt sehr gut. Dann ist es auch das ein leichtes, hier hinzugehen, zu sagen, hier die Parzellen, die möchte ich gerne neu nummerieren. Und zwar alle, die hier in dem Gebiet 1 liegen. Startnummer, die neue Startnummer soll 10 sein, zum Beispiel, nicht 100. Sag okay. Und dann kann ich einfach hier sozusagen wie einen Pfad zeichnen. Und entlang von diesem Pfad werden meine Parzellen einfach neu nummeriert. Das heißt, jetzt die neue Startnummer ist jetzt hier oben, die 10. Geht hier zu 14, dann drüber auf zu 15 und endet hier mit der 19 hinten dran. Und idealerweise sollte meine Tabelle das gemerkt haben, hat sie auch, dass ich jetzt hier im Prinzip mit meinen Tabellen, mit meinen Parzellen neu quasi im Prinzip hier durchnummeriert habe. So, das ist mal so der schnelle Einstieg sozusagen. Dann, wenn wir mal kurz in die PowerPoint zurückgehen, dann gibt es hier die Möglichkeit auch, dass Sie Parzellen und Achsen interagieren lassen. Das ist im einfachsten Fall, wenn Sie eine große Parzelle haben und die wird von ein oder mehreren Achsen gekreuzt, dann reagiert diese große Parzelle drauf. Das heißt, die wird quasi entsprechend in zwei oder in mehr Teile je nach Achsanzahl entsprechend zerlegt. Das ist ähnlich einfach umzusetzen. Gehen wir wieder kurz ins Civil zurück. Nehmen wir mal schnell hier nochmal eine andere Sache. Parzellen und Achsen, nehmen wir mal die schnell hier. Sie sehen quasi, innen drin habe ich schon so Achsen mal kurz vorkonstruiert. Eine große Parzelle habe ich, glaube ich, noch nicht. Nehmen wir nicht. Ist aber auch relativ einfach. Nehmen wir mal hier ein Civil-Kommando. Ziehe mal kurz so ein Fenster drüber. Dann habe ich hier schon geschwind eine außenliegende Pollinie. Also auch so eine kleine Funktion fürs Flächenmanagement mit dem Civil mit drin. Und lösche mal hier die innenliegenden mal kurz raus. Meine Achsen, die soll ich stehen lassen. Die brauche ich gleich noch. Ja, die wollte man hier auch noch löschen. Die unteren, die brauchen wir auch nicht. Einmal geschwind hier durchgezogen. Zack. So. Ja, also Ausgangszustand. Ich hätte quasi eine geschlossene Pollinie, habe zwei vorkonstruierte Pollinien für die Achsen und daraus wollte ich im Prinzip jetzt mal schnell die Parzellenteilung generieren. Geht genauso einfach. Das heißt, ich habe hier noch kein Gebiet. Das kann ich hier oben direkt in dem Zuge mit anlegen lassen. Sag wieder Parzelle aus Objekt erstellen. Klick hier drauf. Sag wieder Parzellen stilles Flurstück. Nummerierung, Beschriftung ist okay. Füge das ein, dann kriege ich eine einzige Parzelle. Die sehe ich hier im Gebiet auch. Die wird hier unten drunter verwaltet. Da sind meine Parzellen. Da sehen Sie sie. Und meine vorkonstruierten Linien, die kann ich genauso schnell in Achsen umwandeln. Sag mal hier, mach mal hier eine Ausgleichsachse. Da nehmen wir mal hier das Polyneffekt hier schnell draus, das da. Mache ich mal einen etwas kleineren Radius. Übergangsbögen brauchen wir jetzt mal nicht, das ist zu aufwendig. Achsenname, sagen wir, das ist Plan. Da fehlt ein L. Planstraße A. Beschriftungssatz brauchen wir keinen. Ist überflüssig. Na, Bericht verzichten wir auch mal drauf. Sagen okay. Na, eigentlich sagt ich Beschriftungssatz keiner. Hat es will nicht zugehört. Kurz raus. So, und die andere Achse, die kann ich ähnlich schnell produzieren. Mache es mal kurz und schmerzlos direkt. Und sagen, das ist die Planstraße B. Die braucht auch keine Beschriftung. Sagen okay. Machen die mal. Geschwind, ohne großes Tamtam.
mal ohne Bogen, setzen die einfach hier rein. So, haben wir zwei Achsen drin. Jetzt sehen Sie, dass Sie nichts sehen. Das liegt daran, ich habe auf eine Kleinigkeit gerade nicht aufgepasst. Ich habe die Achsen nämlich außerhalb des Gebiets modelliert. Das heißt, ich habe hier oben meine zwei Achsen. Und da die sich aber nicht im selben Gebiet wie die Parzellen befinden, gibt es auch keine Interaktion. Dazu müssen die beiden Achsen im selben Gebiet liegen. Geht aber ziemlich einfach. Kann ich hier einfach verschieben im Gebiet, gebe das Zielgebiet an und sage okay. Und siehe da, es macht sofort plopp. Die vorhandene Parzelle im Gebiet hat gemerkt, da kommen Achsen dazu, die das Gebiet teilen. Und sofort wird das Gebiet hier entsprechend in die drei Unterparzellen aufgeteilt. Ja, auch das sieht man quasi, geht ruckzuck. Dann eine weitere Funktionalität, für die ich diese Achsen benötige, quasi in Kombination mit den Parzellen, sind so eine Grunderwerbsgrenzen. Das sieht man in der Abbildung hier schon angedeutet, was es ist, was daraus werden soll. Das heißt, ich kann hier von den Achsen sogenannte Abstandsflächen definieren, die einzuhalten sind, kann die optional noch an den Ecken, wenn ich will, noch ausrunden lassen. Und das sind sogenannte Grunderwerbsgrenzen, ist immer eine Bedingung, ich habe eine Kombination aus Parzellen und aus Achsen. Auch das ist quasi auf Knopfdruck erzeugbar, ist auch nicht allzu schwierig. Das heißt, ich kann in meine Zeichnung mal kurz zurückgehen, kann man die gerade nehmen, weil sie schon so schön gerade da liegt. Nehmen die Parzellen, sagen hier oben Grunderwerbsgrenze erstellen. Wir lösen für welche Parzelle, sage ich mal für die hier. Und dann gebe ich hier die entsprechenden Parameter an. Sage also quasi, wie hoch ist der Versatz zur Achse? Machen wir mal 10 Meter. Eckausrundungsradius machen wir mal nur 6. Achsschnittpunkt haben wir jetzt zwar hier auf der Seite noch keinen, aber wir geben ihn trotzdem mal so sicher an, wenn wir gleich brauchen. Ich sage okay. Und dann sehen Sie, dass hier sofort dieser Abstand quasi eingehalten wird. Die Parzelle wird unterbrochen und an den Ecken, da wo die Achse endet und die Parzelle endet, wird hier oben eine Ausrundung entsprechend eingefügt. Das könnte ich jetzt für die andere Achse mal analog noch genau dasselbe machen, aber das haben Sie in der PowerPoint ja gerade schon gesehen, was dabei rauskommen soll. Das ist weitere zwei Klicks und dann sind die zwei anderen Grunderwerbsgrenzen auch erzeugt. Die Sache hat allerdings, das muss man, darf man nicht verschweigen an der Stelle, einen winzig kleinen Haken. Diese Grunderwerbsgrenzen sind nicht dynamisch. Das heißt, würde sich die Lage der Achse hier verändern, dann reagieren diese Grunderwerbsgrenzen darauf nicht mehr. Das heißt, wenn die einmal erzeugt worden sind, sind sie erzeugt. Das ist ein bisschen schade bei der Funktion. Sie können zwar dieses Parzellensegment, was Sie da haben, das können Sie zwar nehmen und können das verändern, aber wie gesagt, die Interaktion zwischen der Achse und zwischen der abgeleiteten Parzelle aus der Grunderwerbsgrenze, die findet leider nicht mehr statt. Deswegen wäre sozusagen die andere Variante, stattdessen eine andere Funktion zu benutzen. Da ist nämlich eine gewisse Dynamik dahinter. Das heißt, ich gehe nochmal kurz zurück. Mal die Grunderwerbsgrenze nochmal rückgängig hier. Hätte nicht so viel zoomen sollen zwischendurch. So, da haben wir sie wieder. Das wäre vermutlich geschickter gewesen, wenn ich weiß, dass die Achslage vielleicht noch nicht final ist, dass ich das später noch dran ändern will, hier für diese Achse dann lieber eine Achsparallele abzuleiten. Mir reicht es jetzt mal auf der rechten Seite, links brauche ich mal keine. Machen wir mal rechts 10 Meter. Beschriftung ist mal nebensächlich. Ist okay. Und dann sehen Sie, wenn ich hier eine Achsparallele erzeuge, interagiert die ebenfalls mit den angrenzenden Parzellen. Da muss ich nur auf eine Sache achten, die Achsparallelen müssen die Parzelle sauber schneiden, weil sonst gibt es quasi hier eventuell in der Mitte entsprechend keine Parzelle mehr. Darauf muss ich am Anfang achten, habe ich jetzt gerade gemacht. Das wäre geschickter gewesen, es vorher zu machen. Aber wie gesagt, es gibt dann eben die Möglichkeit, dann hier die Interaktion beizubehalten, sprich, wenn ich jetzt quasi hier an der Hauptachse Veränderungen vornehme, sehen Sie, dass die Achsparallele darauf reagiert und dadurch reagiert auch die angrenzende Parzelle, die nur noch da ist, entsprechend auf diese Lageänderung dieser Achse. So, was kann ich noch Schönes machen? Jetzt geht es natürlich vielleicht darum, quasi diese noch große Parzelle in mehrere kleinere zu unterteilen. Auch dafür gibt es bei den Parzellenwerkzeugen entsprechende Funktionen, die das für Sie können oder Sie dabei unterstützen können. Das heißt, ich könnte jetzt diese rechte Parzelle mal nehmen und sage, gut, ich brauche jetzt hier so Parzellen, die sollen mal so mindestens 500 Quadratmeter groß sein. Straßenfront, mal bescheiden, mal mit 10 Meter nur. Versatz brauchen wir mal keinen, wenn wir uns dann zu kompliziert machen. Breite hätte ich auch gerne mindestens 10. Tiefe, machen wir 15. Maximal Tiefe, nein, nein, brauchen wir nicht. Kürzeste Straßenfront und der interessante Teil, der ist hier unten. Und zwar kann ich hier einen Automatikmodus aktivieren. Dann habe ich hier unten so eine Möglichkeit, zu sagen, okay, gut, ich fange quasi vorne an einem bestimmten Punkt. Dann sagt, okay, er macht jetzt hier 500 Quadratmeter, 500 Quadratmeter, 500 Quadratmeter, dann bleibt hier unten eventuell so ein kleiner Rest übrig.
will ich nicht. Ich möchte gerne, dass hier aus dem Rest vielleicht eine Parzelle wird. Oder im Prinzip, ich kann sagen, wenn ein Rest bleibt, dann bitte den Rest so verteilen, gleichmäßig, dass da ungefähr die gleiche Flächengröße dabei rauskommt. Und dann kann ich sagen, gut, das klingt jetzt für mich so mal so von den Parametern ganz gut. Dann kann ich hier oben so eine Gleitlinie erzeugen. Die kann ich hier unten ansetzen lassen. Halt, stopp, so bitte noch die Parzellen auswählen. Solle. Beschriftung. Okay. Nehmt die Parzelle hier und sagt, die Gleitlinie fängt hier unten an, läuft hier hoch bis hier oben hin. Das ist diese orange Objekt, das ist diese Gleitlinie jetzt, die Sie gerade in der Vorschau schon gesehen haben. Jetzt will er noch ein bisschen den Winkel. Also er wird jetzt hier entsprechend die Parzellengrenzen von diesem Leitsegment ableiten wollen. Sage ich, der Winkel ist 100 Grad. Also soll rechtwinklig das versuchen. Dann sieht man quasi hier so eine Vorschau. Okay, so wird es dieser Entwurf quasi aussehen. Wenn ich sage, gut, gefällt mir nicht, dann kann ich nochmal zurückgehen mit Nein, kann die Parameter nochmal ändern, kann einen anderen Winkel einstellen. Zum Beispiel kann ich sagen, wie sieht denn das aus, wenn ich einen Winkel von 120 Grad nehme? Dann sieht man schon, ah, dann wird das so entsprechend angeschrägt. Sieht das nicht ganz so toll aus? Sage ich, nö, mit 100 hat es doch besser ausgeschaut. Lassen wir mal die 100 stehen. Und ich dann sage, ja, Ergebnis ist gut, dann sehen Sie, dass diese Parzelle sofort in diese Unterparzellen aufgeteilt wird. Und ich habe entsprechend immer noch die Möglichkeit, auf diese Segmente zuzugreifen. Die sind hier unten immer noch vorhanden, diese Parzellensegmente. Und da sehe ich ja vorne an diesem Marker auch, dass es hier an dieser Gleitlinie dranhängt. Und dann kann ich immer noch sagen, gut, jetzt kann ich immer noch minimal eingreifen und sagen, nee, wenn es passiert, wenn ich das ein bisschen weiter rüberziehe an der Stelle, weil das so eine ungünstige Form hat, oder hier vorne möchte ich gerne, dass das Segment hier nur so ein bisschen weiter hier mehr so in die Richtung geht, dann kann ich da noch minimal drin eingreifen. Trotzdem ist das Ganze noch dynamisch, das heißt, wenn ich hier versuchen würde, zum Beispiel mal hier die Achse nochmal leicht in die Richtung zu verschieben, dann sehen Sie, dass diese angrenzend geteilten Parzellen immer noch darauf reagieren. Also es bleibt dann alles dynamisch schön miteinander verbunden. Also das ist einmal diese Möglichkeit eben die mit den Achsen, diese Grunderwerbsgrenzen machen, eben wie gesagt, leider nicht ganz dynamisch mit den Parzellen verbunden oder halt dann als besseren Weg, wie ich finde, die Achsparallelen zu benutzen und dann als dann diesen Achsparallelen diese Leitlinie entsprechend anzuhängen und dann darüber die Parzellen entsprechend zu unterteilen. Jetzt sehe ich gerade die Zeit, wie immer läuft schon wieder davon. Hier sehen Sie es nochmal quasi in der PowerPoint quasi auch drin. Dieses Beispiel, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Man kann das natürlich jetzt nach oben noch weiter ausbauen. Man könnte sich hier die Parzellen noch nehmen, könnte es hier sogenannte Eigenschaftsdatensätze anhängen. Das heißt, die Parzellen würden dann über weitere Sachdatenfelder erfüllen, sei es in numerischer Form, sei es in textlicher Form, sei es in Listenform, sei es in berechneten Feldern Formen. Da gibt es also keine Begrenzungen, was Sie da machen können. Und die würden dann quasi an die Parzellen angehängt werden. Die können dann ganz normal über die Eigenschaften hier unter erweiterte Daten entsprechend mitverwaltet werden. So wie das auch bei allen anderen Silhouetten entsprechend möglich ist. Und wenn wir dann sozusagen noch einen größeren Ausblick wagen wollten, seit einiger Zeit ist ja auch Dynamo für Sybil verfügbar, mit denen Sie quasi immer wiederkehrende Aufgaben, Workflows automatisieren können. Und diese Dynamo-Funktionalitäten erstrecken sich quasi nicht nur auf die Silse-Objekte quasi, Sie können auch quasi auf ganz normale AutoCAD-Objekte oder auch Map-3D-Objekte, sprich die FDO-Verbindungen zugreifen. Das Ganze geht ab der Version 2020. Als Plugin ab 2021 ist es automatisch bei der Installation wählbar. Können Sie also die vielleicht mit installieren lassen, finden Sie dann in der Oberfläche, in der Multifunktionsleiste, in der Rubrik Verwalten, ganz rechts außen. Dann können Sie es Dynamo starten und können da quasi dann reinsteigen und können dann links in der Knotenbibliothek finden Sie dann diverse Funktionen, die sich um AutoCAD, Map und Civil 3D herum drehen. Da sehen Sie zum Beispiel, da gibt es auch die Möglichkeit, diese Eigenschaftsdatensätze, im Englischen heißen die Property Sets, entsprechend zu bearbeiten, zu editieren, auszulesen, wieder auch zurückzuschreiben. Oder wenn Sie den Civil 3D Toolkit als Zusatzpaket installiert haben, können Sie auch genau hier auf die Parzellen, im Englischen heißen die Parcels, mit den entsprechenden Funktionen zugreifen und auch entsprechend Reports rauslassen oder die Flächen entsprechend manipulieren oder auch die Darstellung entsprechend ändern lassen. Oder auch die Eigenschaftsdatensätze dieser Parzellen, wenn Sie welche vergeben haben, die nachträglich nochmal zu ändern. Das Thema und aber dann vermutlich aus Zeitgründen für eins der nächsten Webinare nochmal auf. Das soll es also als Einstieg mal gewesen sein. Jetzt gucke ich mal schnell nach, ob Fragen von Ihnen drin sind im System. Sehe ich aber keine. Ah, doch, da. Ich darf nicht zu früh. Das ist nur so ein kleines Fenster. Hier muss ich mal kurz rauslösen. Das kann ich mir nicht lesen. Gut. Nummerierung, also eine bestehende Kaste übernehmen. Nein, das können Sie nicht.
Also ich glaube es zumindest nicht. Sie können natürlich vermutlich einen Trick machen. Also die Frage habe ich quasi gar nicht im System steht, wenn Sie so Flächen in Form von Shape-Datensätzen bekommen, ob dann die Nummerierung aus diesen Shape-Datensätzen übernommen werden kann. Das wird so nicht gehen. Müssen wir ausprobieren, aber was Sie auf jeden Fall machen können, Sie können natürlich beim Shape-Import die Sachdaten, sprich die Nummerierung, übernehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir quasi bei den Beschriftungen auf die Informationen zugreifen können, aber das käme jetzt auf den Test an. Da müsste ich hier die Fragestellerin nochmal kurz danach, nochmal im Anschluss nochmal kurz kontaktieren und uns zusammen ein Beispiel mal angucken. Dann sehe ich gerade, da kommt noch eine zweite Frage gerade rein. Der Befehl für den Umhängeschnitt. Achso, das sind so die Sachen, die im Civil, die sich so ein bisschen verstecken, verschämt, muss man sagen. Und zwar hatte ich vorhin einen Fehler eingetippt. Welche Zeile nehmen wir nochmal kurz? Nehmen wir nochmal kurz das Original. Nehmen wir das nochmal kurz hier. Und zwar habe ich ja quasi hier viele einzelne Flächen. Da ist also keine große Umrichtungsfläche außenrum. Und ich hatte hier einen Befehl eingetippt, der heißt Line Work Shrink Wrap, also ein schöner einprägsamer Befehlsname. Das liegt daran, dass das Civil hat sozusagen auch ein Stück vom AutoCAD Architecture geerbt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Befehlen, die, sage ich mal, so sich um Flächenmanagement drehen oder um, na, wie heißen die anderen, quasi Zuschneiden von Blöcken und Ansichten und so weiter drehen. Und einer davon ist eben diese sogenannte Linework Shrink Wrap. Und das erzeugt quasi um den von Ihnen gewählten Auswahlsatz sozusagen also jetzt nicht mal keine Bounding Box, sondern quasi einen maximal außenden Umring. Und dann kriegen Sie auf dem aktuellen Layer quasi entsprechend hier diese Pull-Linie erzeugt. Davon gibt es noch mehr, wenn Sie mal sich den Spaß machen und tippen mal als Befehl ACC Line. Na, habe ich es falsch getippt? Mal so machen. ACC Line. Ja, sehen Sie quasi, da gibt es quasi noch mehr. Und wenn Sie quasi da auf das Line verzichten, dann sehen Sie quasi, dass es hier von diesen sogenannten ACC-Befehlen quasi einen ganzen Haufen gibt. Und da verstecken sich durchaus noch mehr von diesen Befehlen mit dahinter, mit denen man einige lustige Sachen machen kann. Ist vielleicht auch eine Sache, die man sich für eines von den nächsten Auxilia und R-Webinaren sich vorstellen könnte. Dann sehe ich, dann nur ein zweiter Teil mit der Übernahme von Shape. Also dann muss ich mir doch mal genauer angucken. Oder würde ich den zwei Fragestellerinnen und Stellerinnen quasi im Nachgang nochmal eine Rückmeldung geben, ob das geht oder ob es nicht geht. So, das sind wir auch mit der halben Stunde schon fast durch. Das geht immer dann ruckzuck mit der Zeit, die davon fliegt. Ich hoffe aber trotzdem quasi, dass Sie mitnehmen können. Also mal so einen kurzen, schnellen Einstieg in die Welt der Partiellen von Civil 3D. Was können Sie damit überhaupt machen? Was muss man da vielleicht beachten im Prinzip? Aber wie gesagt, der Einstieg ist denkbar einfach, weil das, was Sie brauchen, sprich die Stile, die Beschriftungsobjekte und so weiter, sind bereits da. Das heißt, wenn Sie, wie gehabt, im AutoCAD konstruiert haben, haben geschlossene Pull-Linien da, sei es erzeugt oder sei es durch Import oder aus anderen Quellen, können Sie sie sehr schnell in Partiellen umwandeln, können sofort die Vorteile nutzen, sprich, Sie können sofort Tabellen erzeugen, Sie können Berichte, habe ich jetzt gar nicht gezeigt, aber es gibt ja eine Berichtsfunktion im Civil, wo Sie dann sehr schnell aus den Civil-Objekten, aus den Partiellen entsprechend die Berichte ableiten können. Das sollte man aber schnell noch hinkriegen. Welche nehmen wir denn mal? Nehmen wir schnell die hier. Es gibt natürlich hier auch die Möglichkeit, wie Sie es gesehen haben, hier einen Partiellenbericht zu erzeugen. Machen wir hier nur für die paar Partiellen, die ich habe. Für die hier, sag mal schnell okay. HTML ist okay. Mal kurz speichern. Ja, können wir ersetzen. Da sehen Sie, dann kriege ich ja ruckzuck quasi hier so einen Bericht quasi, jetzt in dem Fall als HTML oder auch alternativ als CSV raus. Müssen wir noch ein bisschen hier noch die Berichtsköpfe anpassen und hier die Beschriftung entsprechend anpassen oder hier die Tabellen Header oben dran noch entsprechend anpassen. Aber das ist auch kein großer Aufwand. Da würde man auch sehr schnell die ganzen Sachen da mit reinkriegen. So. Dann sehe ich hier noch gerade eine Frage auftauchen. NRS-Daten importen. Ja gut, da hängt es davon ab, wie Sie die NRS-Daten quasi importieren. Da gibt es einmal die Möglichkeit, das über die Map-Funktion zu machen. Und dann kriegen Sie ja eigentlich zunächst mal eine ganz normale DWG. Das heißt, da wären dann die Flächen bereits vorhanden, die Sie in Partiellen umwandeln könnten. Wenn Sie nicht ein externes Tool benutzen, da muss man sich quasi angucken, in welcher Form die NRS-Daten dann entsprechend in DWGs umgesetzt werden. Aber es gibt jetzt keine direkte Koppelung, also ich kenne zumindest keine, die quasi beim Import von NRS-Daten sofort entsprechend daraus Parallelzellen ableiten würde. Also die Funktion wäre mir neu, kenne ich noch keine. So, wie gesagt, Eigenschaftsdatensätze, das ist vielleicht nochmal vom Umfang her nochmal ein Thema für eins der nächsten Auxilia und R. Genauso wie Dynamo, jetzt speziell für die Partiellen, das mal anwenden zu können. Wenn Sie aber jetzt schon Fragen haben, dann einfach kurz nochmal uns direkt kontaktieren. Kontaktdaten sind ja bekannt.
sind ja in Anmeldedaten auch quasi entsprechend noch drin gewesen. Ansonsten, ja, sehe gerade Punktlandung mit 30 Minuten hingelegt. Wie gesagt, die Fragen, die ich jetzt nicht direkt beantworten konnte, das gucke ich mir nochmal genau an und gebe den Teilnehmern und Teilnehmerinnen mal kurz Bescheid. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hoffe Sie auch das nächste Mal quasi wieder begrüßen zu dürfen. Das nächste Mal wird allerdings ein Kollege von mir, der Herr Jung, das Auxalon Air bestreiten. Das wird dann am 9. Oktober stattfinden. Und sein Thema wird dann sein, speziell Revit und dort eben die so nennen adaptiven Familien. Ansonsten, wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Teilnahme, für Ihre Zeit und einen schönen Freitag noch und auch schon noch ein gleiches, ein schönes Wochenende. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.